Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich mal wieder das Spiel Star Trek Field Command. Command. Okay, ich starte es. Ich mache Musik an. Und ich mache Vollbild rein. Und dann können wir jetzt loslegen. Wenn er fertig ist mit Laden. Oh, bereit. Ich habe gestern noch einmal meine Quest fertig gemacht. Also das heißt, ich war 5 Minuten online. Habe hier nur die Quest fertig gemacht, mein zweites Schiff abgeholt. Da ist es. Da ist es. Das kleine Schiffchen. Und das war's dann auch. Ich werde wieder ein XL Video machen. Wir schauen mal, was in der Quest heute drinne steht. Ist auch für die 4 Stunden Box bei. 24 Stunden Box geöffnet. Wow. Da. Öffne kostenlose 4 Stunden Box. Jawohl, ja. Wird gemacht. Eine haben wir ja noch. Öffnen. Aufs Ausrufezeichen geht, zu der Quest darüber. Ach, 2 Stück öffnen. Ja, dann. Gut, dann fangen wir oben an. Ups, muss auf Level 8 sein. Oh, die Quest wird heute lange dauern. Das soll Level 8 werden. Schauen wir mal gleich. Was haben wir denn noch für Queste? Gewinne an Macht, indem ihr eine Forschung abschließt. 500 Macht. Forschung. Forschung ist hier oben. Da waren Bomben eingezeichnet, ja. Das hier. Ah, genau da. Genau, warte mal. Ich habe hier noch eine Quest, habe ich gestern noch gesehen, bei Missionen. Die ECSJ. Die soll auch noch gebaut werden. Forschung. Titanfusion. Ist hier noch irgendwo eine Forschung?
Ach, 15.000. Na gut, dann schau ich mal lieber so nach, ob ich was finde. Forschung. Bei 15.000, das ist ja mal ein bisschen viel, oder nicht? Gut, Forschung wird gemacht. Immobilien. Wird gerade noch gebaut, daher. Ja. Ich soll jemandem helfen. War das nur helfen oder unterstützen Sie? Ja. Unterstütze deine Allianz, indem du anderen Mitgliedern hilfst. Okay, das geht hier nur wirklich, wenn aktive Spieler da sind. Aber ja. Dann mal das hier. Level 6er Jahren. Level 6er. Ich glaube, zwei Schiffe habe ich, glaube ich, letztens schon mal probiert. Das ging nicht. Der schaut nur zu dann. Okay, Balance, ich nehme das andere mit. Wissenschaftler. Rückruf. Rückruf und also immer nur ein Flieger reparieren. Was haben wir da für drei Objekte? Welches Flugzeug ist stärker? 501? Der ist stärker, aber der hat mehr Leben. Ne, der kann mehr transportieren. Nicht leben, sondern transportieren.
Den kann ich noch mal aufwerten. Verwaltung. Verbesserung. Ach, damit. Keine online. Auf sie machen wir es dabei. Besiege drei Feinde in Level 2 oder höher. Ach so, ich bin in einer anderen Galaxie, deswegen geht das nicht. Dann muss ich nochmal hingehen, muss ich in der Galaxie reinfliegen. Wo ist denn der? Wie heißt die Galaxie hier? Da. Kurs. Den kann ich verwalten, das soll nochmal besser gemacht werden.
Lichtgeschwindigkeit. Oh, jetzt sind wir da. System zeigen. Los. Lass es ihnen nicht in die Hände fallen. Besiege den Banditen. Besiegen. Ah, meine Energie ist auch noch ziemlich voll. Achso, da ist meine dritte Crew. Deine dritte, zweite Crew. Nummer 1 und Nummer 2. Der ist Level 5, aber stärker als der auf Level 11. Es hat stärkeres Schiff. System sein. Angriff. Oh, wir sind Level 5er. Was ist das? Fliegen nach Risa. Ein Tagesziel geschafft. Schön. Das dauert hier noch. Oh, der ist fertig. Mal nächste Forschung machen. Da war es so teuer. Und jetzt der Kampf. Tagesziel? Jawohl. Und die Kiste jetzt auch noch. Ein Meilenstein. Es werden weniger.
jetzt einmal ins System reingehen, in der Galaxie. Wir sind nach Risa, da ist es. System zeigen. Oh, hier sind auch starke Schiffe. Und los. Ist das eine 8 oder soll das ein B sein? Ne, das ist eine 8. Also ist das ein B. Level B. Okay. Rekrutieren. Jawohl, das werden wir machen. 20. Einmal. Oh, Spock ist drin. Und der Kadett. Und nochmal 200 DPs. Geschenk holen wir auch nochmal ab. Das könnte ich gestern, glaube ich, nur einmal abholen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Oder nee, doch, auch öfters. Keinen kann ich ausbilden. Was haben wir noch hier? Da sind vorbei. Da sind vorbei. Na gut. Dann gehe ich in meine Heimat. Ah, Schiff schon da. Und was ist da jetzt? Klingone. Aber gleich sind wir im selben System. Sehe nicht im selben System. Das ist mein Heimatsystem. Das hier ist doch Delta. Also ich fand das andere Spiel von Star Trek ein bisschen besser. Ich denke mal, es kommt auch noch. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das heißt. Obwohl, das macht mir auch Spaß. Aber am anderen musstest du mal schauen, da hast du Leute mit zum Planeten genommen und dann musstest du auf den Planeten fliegen und sagen, die und die sollen diese Aufgabe machen, die müssen diese Aufgabe machen. Das war ein bisschen mehr taktischer. Hier ist es aufbauen und
Schlacht machen. Jawohl. Da ist er. Den kann ich befördern. Dab, 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 dab. Spock ist halt der stärkste, den ich habe. Besiege 5 Feinde auf Level 3. Gerade stand er noch auf Level. Auf Level 2. Gerade schon noch Level 3. Da ist noch ein Level 3er. Also ich habe gestern ein bisschen gespielt. Heute spiele ich jetzt 26 Minuten und die Level 3er machen bei mir schon fast keinen Charme mehr. Mal schnell eine Forschung rein hier. Machen wir jetzt Verteidigung. Sind wir noch bei? Nee. Das ist eine andere Quest jetzt. Von wann war es doch noch die UPS? Und jetzt zu den hier. Aber meine Tagesmission ist UPS, deswegen werde ich die UPS erst fertig machen. Kann ich ja nochmal nachschauen, nicht dass die sich auch ändert. Da stand gerade noch was mit minus 1. Ja, öffnen, einsammeln, die Quest ist auch fertig. Da ist UPS auf Level 8.
Oh, okay, wir müssen erst die anderen noch alle bauen. Bis 5 Minuten kann man ja ganz schnell mal jetzt alles durchklicken. Da geht auch noch. Und der nicht mehr jetzt. Nee. Was war da noch? Oh, der stärker wie der Stock. Warum? Meine Abwehr geht noch nicht. Oh, ein Tagesziel haben wir fertig. Achso, das heißt also, ich brauchte nur 5 Sachen aufwerten. Das ist gut, weil das habe ich ja jetzt schon gemacht. Nein, ich möchte zum UPS-Gebäude. Dock 4 auf Level 4 verbessern. Gut. Kämpfen. Mein Angriff natürlich verbessern. Ganz wichtig. Haben wir hier jetzt noch kann man eine kleine Pause machen. Halt im Warp. Schiff werft. Ach, und der möchte Dock A auf. Dann wird das auch noch gemacht. Warten, zack. Geht gerade nicht. Oh, jetzt habe ich beide hingeschickt. Du fliegst nach Hause. Level 4er. Muss jetzt mal gucken.
Das könnte Level 4 sein. Ich glaube, ich setze hier meine Basis rein. Nehmen wir Kurs darauf. Gehen schon mal rein. Suchen uns einen schönen Punkt, wo wir unsere Basis hinsetzen können. Der Planet sieht schon mal schön aus. Nicht ganz so schön. Der ist so klein. Wir gehen erstmal hier in den äußersten Rand lang. Der sieht doch cool aus. Hier ist auch noch keiner drinne. So, Basis verlegen. Basis verlegen. Also, wenn ich das mal möchte, dann möchte ich, dass das Schiffswerft aufgebaut werden möchte. Und dann möchte ich jetzt F&E Abteilung, also Forschung. Verbessern. Forschung möchte, dass ich den hier erst verbessere. Ach je. Oh, wir können das Schiff aufwerten. Verwaltung verbessern. Oh ja. Schon auf Maximallevel. Rückgriff. Oh, was ist ein Baby? Oh. Ja, ganz dunkel heute, ja. Wir müssen noch gleich arbeiten. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich bin weiter dabei, die Schiffswerft, die F&E, eine Stunde. Gut, wird gemacht. Wie lange dauert das? Habe ich was zum Beschleunigen? Habe ich. Schiffswerft. Perfekt. Habe ich noch was zum Beschleunigen? Muss ich bezahlen. Ich habe hier noch ein paar, nicht mehr viel. 91 jetzt noch. Und den jetzt. 5 Stunden. Na, danke schön. 3 Stunden kostet 40. Dann habe ich gleich keine Credits mehr. Level 8. Jawohl, ja. Kann ihn noch aufwerten? Ich dachte, er war auf Höchstlevel. Okay.
müsste auf Level 13 sein. Gut, dann machen wir jetzt noch mal das Tagesziel abholen, Truhe aufmachen, hoffentlich. Wow, sogar zwei. Das ist doch nice. Das geht nicht. 4 Stunden plündern geht erst nachher irgendwann. Und dann können wir noch die besiege 3 feindliche Schiffe auf Level 6. Da wir jetzt weitergereist sind in einer anderen Galaxie, sind ja hier in Benzi. Ich kenne mich mit Star Trek nicht so aus, ich weiß nicht, was Benzi ist. Aber hier waren wir ja auch schon. Und wir hatten die Aufgabe, Level 6er war das, oder nicht? Ich glaube Level 6er. Ja, Level 6er. Dann werden wir mal die Level 6er gleich. Oh. 100. Das bringt ja auch nichts, wenn ich hier spare. Ist das same? Ist das das gleiche? Auf jeden Fall mal jetzt den. Gut, jetzt haben wir noch ein paar andere Leute. Ne, haben wir nicht. Schade. Unser Heimatplanet ist jetzt Fexack. Fexack. Hört sich witzig an. Wir brauchen jetzt Level 6er. Level 6er. Wo sind hier Level 6er? Hier sind nur kleine 5er. 3er, 5er. 5er, 5er. 4er. Nee. Hier gibt es keine 6er. Also das, die Galaxie ist auch Level 4. Also geht einmal ein weiter. Dann müsste ich also hier reinfliegen. Nach Risa. Schauen wir mal da, ob wir vielleicht hier was Schönes finden. Hier 8er. Sechser. Ist er. 7 Sekunden. Dann werden wir mal schauen, ob wir das überhaupt überstehen werden. Nicht, dass mein Schiff zerstört wird. Der hat mich zerstört. Also geht auch schon mal nicht. Stark ist denn der gewesen? 533, ja, okay.
Der hat so einen Stern. Stern ist stark gegen Jäger, aber schwach gegen Kampfschiffe. Das wäre gut für mein Dingens. Für mein Dingensbummens. Für den hier. Weil das ist ein Kampfschiff. Der ist auch stärker. Wie zerstört er es? Ja, sieht aber auch cool aus, wenn es so leuchtet. Gut, jetzt sind beide Schiffe an reparieren. Dann schauen wir mal nach, was wir hier machen können bei normalen Missionen. Das wir bauen. Hier. Müsste ich Titanfusion. Ich gehe mal noch mal schauen, wie weit das die Forschung ist. Titanfusion muss ich erforschen. Forschung, so. Ist bestimmt hier bei Stationen darum. Den bräuchte ich dann. Und der würde kosten, steht gar nicht da. Aber der kostet 15.000. Verrückt. Ich muss mehr auf Kampf setzen. Das ist bei Galaxy, da habe ich noch gar nichts gemacht. Die Warp-Technik. Ach, geht das erst ab Level 20. Also F und E gerät ab Level 20, deswegen. Ist das auch nicht so wichtig dann? Aber hier kann ich nochmal das eine gleich bauen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Weil schneller bauen ist auch wichtig. Gut, besiege vier Feinde auf Level 4. Meine beiden Schiffe werden repariert. Auf Level 5. Also hier einmal Feinde besiegen und hier. Tagesziele. Ja. Ich kann das gleich nochmal mit meinem Kreuzer probieren. Ob ich das schaffe, weiß ich allerdings nicht. Das will ich wahrscheinlich nicht fertig kriegen. Dafür bin ich, weil dafür sind zu wenig Leute hier in der Gilde. Und wie viel sind wir denn jetzt? Immer noch zwei? Drei Leute sind wir jetzt. Das bin ich. Ah, der war gestern nochmal online. Wo ich kurz online gewesen bin. Da war er auch da. Ah, passt doch. Gelb, blau, rot. Gut, gut, gut. Ist gleich fertig, dann baue ich was und dann schaue ich mal, ob ich schon ein Schiff benutzen kann. Das sieht schon wieder heile aus. Ich möchte den erst hier noch schnell fertig machen. Ah ne, doch, den kann ich reparieren fertig. Den großen aber noch nicht.
Dann machen wir den hier. Später kriegst du hier noch anderes. Was war das? Irgendwas Gelbes konntest du hier, glaube ich, einsammeln, war das. Bin mir auch nicht mehr so sicher. Das sind Dreier, den darf angreifen. Error, Error. Forschung noch machen. Ich wollte Bauwerke verkürzen. Vierer schafft er, glaube ich, auch noch. Oh, das war aber knapp. Und den Kampftraining. Fahr wieder reparieren. Rückruf. Box öffnen. Besiege einen Feind auf Level 3 oder höher. Oh, das trägt den Dreier. Angriff. Sieg, wir haben wieder gewonnen. Einsammeln. Öffnen. Feinde auf Level 4. Noch einmal Level 4. Nein, das ist 3. Level 4 brauchen wir. Was bedeutet das hier? Mission zeigen. Akzeptieren. Oh. Man kann zu Planeten fliegen und die gehen an Queste. Hab vorhin noch einen anderen Planeten gesehen, der sowas hatte. Meine Galaxie. Also ich muss hier hin. Ah, da ist mein Gildenkamerad. Da ist der andere.
Ach, der ist auch fertig. Gut. Nein, nicht noch mal. Ich denke mal, der ist schon stark genug. Erhöhen wir noch mal das Level und das auch noch mal. 850. Das müsste jetzt reichen. Jetzt habe ich nur 8 Würfel. Ja, der sagt zwar, ich soll wieder aufleveln, aber nee. Nee, nee, nee. Nicht jetzt. Weil wir wollten ja noch die eine Quest machen. Die Tagesquest. Und zwar 3 Feinde auf Level 6. Dazu müssen wir einmal zu der anderen Galaxie fliegen. Wir haben 4, hier gibt es 5er, dann könnte ich dahin fliegen. Oder ich fliege hier, wo schon mal war. Aber ich glaube, ich fliege lieber hier hin. Vielleicht sind sie ja ein bisschen leichter. Ah, ich kann mir das System noch nicht anschauen, weil ich noch nicht da war. Wir sind da. Level 6er. Da. Meine Stärke ist gegen die, aber hier steht der Pfeil nach unten. Das heißt auch, ich bin dann schlechter oder nicht? Probieren wir mal aus. Alles voller Feinde hier. Da ist noch einer. Der muss zur Reparatur. Ich brauche noch einen Sechser für die Tagesdaily. Angriff. Schnell, 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 bevor er weg ist. Achso, ich dachte, die fliegen hier irgendwie raus dann zur Galaxie. Es wird immer gezeigt, dass das Schiff ist stärker gegen meins. Das meinen die bestimmt immer. Weil ich bin ja Kampfschiff. Das hier ist jetzt ein Abfangjäger. Der Abfangjäger ist stärker gegen Kampfschiff. Das Kampfschiff stärker gegen den anderen. Und dem irgendwas zurückrufen. Wenn wir hier wieder bauen. Wenn wir hier nochmal die 2 Kisten öffnen. Und meine eine Tagesquest abholen. Ich sollte 5 besiegen. Weil da steht doch besiege 3. Ach. Also ich muss mal mit denen zurück. Nein. Nein.
Kurs. Rein. Ah, Mensch. Da war er auch noch nicht ganz so kaputt, deswegen kann er noch kämpfen. Ich dachte nur, die Mission wäre fertig, dann können wir nach Hause fliegen. Angriff. Er hat nur ganz bisschen verloren. Da oben ist der nächste. Oh. Go, 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 go. Ist aber Tagesquest fertig. Oh. Jetzt zurückfliegen. Oder machen wir erstmal abbrechen. Schauen erstmal nach. Nicht, dass er gleich wieder steht. Hey, sie müssen noch mal drei besiegen. Nein. Fertig. So, die anderen beiden Queste kriege ich leider nicht fertig auf der Schnelle. Deswegen würde ich sagen, ich schicke den nach Hause. Ich werde den nochmal verwalten, schauen, was er hier machen kann. Das kann einmal rein. Ja, das war's. Mehr gibt es bei denen nicht zum Verwalten. Hier nochmal die Truhe öffnen. Die Sachen laufen. Da noch eine Truhe. Hier können wir mal auf die Queste gehen, aber das mache ich jetzt nicht. Gut, dann werde ich sagen, das war's für heute. Ich werde das Spiel verlassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.